Hallo, meine Lieben von über den Straßen von New York. Ich bin im Urlaub in New York City mit meinen Eltern und meinem Bruder, die mich besuchen kommen. Guckt euch mal diese Aussicht an. Also okay, die Aussicht sieht von hier gerade nicht so geil aus, aber dort um die Ecke sieht man auf der Kamera jetzt schlecht, aber da ist Times Square. Und das ist mein Bruder. Wir waren gestern schon einen Tag in New York unterwegs, haben schon richtig viel um dieses Licht. Haben schon richtig viel gesehen, aber ich habe meine Kamera nicht mitgenommen, weil es richtig kalt war. Ich muss meine Augen noch schminken übrigens und meine Haare machen. Wir sind die komplette Lower East Side runtergelaufen. Das heißt, wir sind zum Bryant Park gelaufen, die Fifth Avenue runter am Empire State Building vorbei, zum Union Square, Flatiron Building, Chinatown, Little Italy, ein Stück von Soho. Was haben wir noch gesehen? Ground Zero. Wir waren bei Shake Shack essen. Was haben wir noch gemacht? Du kannst lauter reden. Auch. Die Brooklyn Bridge haben wir laut Mama noch gesehen. Times Square haben wir noch gesehen. Ja, Little Italy haben wir noch Cannolis gegessen. Und Papa ist gerade noch nicht in diesem Zimmer. Und ja, wir haben noch, also heute bin ich noch in New York mit meiner Familie und dann arbeite ich 2 Tage und komme dann aber wieder. Das werdet ihr nicht mitkriegen, dass ich zwischendurch weg bin. Und dann geht es irgendwann noch nach Philadelphia, wozu ich auch ein eigenes Video habe oder machen werde. Ja, ich gucke mal, dass ich euch so ein bisschen mitnehme. Dort hinten ist unser Hotel. Ich bin jetzt gerade erst aus dem Hotel rausgegangen und hier ist direkt die Ecke zum Times Square. Dort oben ist übrigens der Ball vom Times Square Balljob, falls ich mich nicht erkennen kann. Jetzt kommt wieder der Quatsch. Alles schon wieder so anders aus. Heute ist Montag, deswegen machen wir jetzt ein bisschen Shopping am Times Square, weil wir hoffen, dass es nicht ganz so voll ist. Hier gibt es diese coole Bustour, wo alle einfach zur Seite sitzen in Reihen. Und hier ist der berühmte H&M Tower. Und wo ist meine Familie da? Hi, honey, want a picture? Take a selfie. No, thank you. Ja, viel zu gerade ist nicht so nice. Da ist ein Billy Pooh, aber irgendwie ist der nicht so neu. No, thank you. Lass uns hier schnell weg, die Karte. Ja. Oh Gott, zu. Er kommt hinter dir her. Er verfolgt sich. Auf Foto! Behind the scenes of Dustin's Instagram. Wir sind jetzt hier vor Rockefeller Center und das Wetter ist endlich schön und warm. Wir haben jetzt 16:30 oder so, aber ich muss um 8 mit dem Bus, mit dem Zug wieder zurückfahren nach Connecticut und dann komme ich halt übermorgen Abend wieder. Ach, warte, wir sind hier. Hier? Und deswegen chillen wir jetzt noch ein bisschen im Hotelzimmer. This is the train to Grand Central.
The next station is Grand Central. Es sind jetzt 2 Tage vergangen, die ihr nicht mitbekommen habt. Ich war in Connecticut und bin jetzt wieder back in New York City mit meiner Familie. Und wir gehen jetzt noch zu The Counter und das ist so ein kleiner Insider-Tipp von mir. Wenn man... Keiner drin, okay. Wenn man am Times Square ist, dann muss man bei dem The Counter essen gehen. Das ist richtig cool. Das ist so Build Your Own Burger Place. Du kriegst als Menü einen Zettel und einen Stift und dann kreuzt du an, was genau du für Brot haben willst, was du für ein Fleisch, was du für einen Käse haben willst, was du für... Ja, du bist noch mit dem Bild. So sieht das von außen aus. Das ist die Ecke Broadway 41. Und das ist ein kleiner Tipp von mir. Und Soße auch nur eine? Du kannst, ja, also... Das kostet $1 mehr. Yeah, thank you. Any mustard or Tabasco for you guys? A little bit, yes, please. Yeah, yeah. Komm, dann gib mir das. Das stimmt auch. Ja, ja, ich sehe es. Stimmt ja auch alles. Und was hältst du jetzt von hier? Ich kann es nur empfehlen. Richtig gut, oder? Ja. Also mir hat es geschmeckt. Super Auswahl, die richtige Auswahl getroffen. Ich weiß nicht, worum es geht. Oh, das war äußerst lecker. Leider hatte ich scharfe Soße dabei, die... Hui! Hui! Spitze! Daumen hoch! Warte, was ist das? Waren die Achterbahn oder so? Oh. Nee, ich glaube, bei der Show war gerade bestimmt... Also wir sind ja hier in der Straße, wo auch Broadway-Shows halt sind. Und da ist immer direkt neben unserem Hotel so eine ewig lange Schlange. Nicht, dass da gerade jemand rausgekommen ist oder so, der da irgendwie berühmt ist. Ich bilde mir hier Sachen ein. Hält das ist jetzt Papa, weißt du? Und hat er uns defekt? Keine Ahnung, man erkennt ihn nicht. Guck mal, das ist Papa mit dem weißen Shirt. Weißen Shirt? Haben wir schon. Aber man sieht keine Reaktion, weil er eine Ameise ist. Der kleine Fleck. Der guckt nach unten. Der dreht. Hä, als ob er jetzt den ganzen nach unten guckt. Aber man hört die ganze Zeit so ein Blink, so, genau. Die Leute da unten denken, die gucken doch gar nicht hoch, die anderen. Ja, aber Papa ja auch nicht. Der steht da einfach nur und geht immer einen Schritt zurück, einen Schritt hoch. Doch, jetzt hat er uns. Spannend. Alter. Bei dem ist es auch eigentlich unwichtig, für wen was ist. Ah. Hast du die gemalt? Hast du die gemalt? Oh, das ist aber einmal Connecticut und einmal New York. Die Wolfsbänder. Oh, das ist aber toll. Oh, ich wollte mich schon eins kaufen. Jetzt habe ich sogar ein selbstgemaltes von Joel. Muss aber signieren. Das hast du gemalt.